Irgendwo da hinten, haben sie gesagt. Irgendwo da hinten, da soll Tante Käthes Imbiss sein. Oh, hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Unturned. Ich bin immer noch Semi, vielleicht habt ihr mich ja schon vergessen. Ist ja schon eine Weile her. Wir sind hier unterwegs auf der Deutschland-Map. Ja, einfach so. Und wir sind auch gerade so ein bisschen auf der Suche nach allen möglichen, denn wir brauchen ja wieder alles. Alles, Junge. Und zu alles gehört als erstes mal eine Waffe, denn ohne Waffe, da kommen wir überhaupt nicht weit. Das kennen wir ja schon. Außerdem haben wir wie immer keine Map. Wir spielen hier auf mittelnormal oder wie auch immer die Scheiße heißt. Und da haben wir einfach keine Map. Für die Leute, die mir nämlich sonst jetzt die nächsten 30 Folgen schreiben, ich soll doch mal auf die Map gucken. Gibt's nicht. Was es aber gibt, sind Zombies und Rasen, ganz viel Rasen. Und ein Bunker anscheinend. Nice. Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Oh, das Militärstützpunkt. Das könnte natürlich direkt unseren Tod bedeuten. Ja, das ist ein richtiger Militärstützpunkt, der ist auch umzäunt. Das Problem ist, dass wir... Ich meine, wir müssen erstmal einen Weg reinfinden. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2... Doppelpeace. Nummer 2 ist ja dann, dass wir uns auch gegen die Zombies irgendwie wehren müssen. Mittlerweile gibt es hier so Holz, was rumliegt. Ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas anfangen können. Und wir haben auch keine Chance, hier irgendwie irgendwo reinzukommen. Da sieht er übrigens auch die Deutschlandfahnen wehen. Yo. Und typisch, wie es halt in Deutschland ist, ist hier auch nicht die Saturation, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Die Sättigung der Farben so hoch, sondern so richtig schön ausgeblichen. Denn so sind wir Deutschen. Ausgeblichen. Pass auf, folgender Plan. Wir rennen da jetzt rein, schnappen uns, was wir schnappen können, und dann rennen wir wieder raus. Hab gerade überlegt, ist ein blöder Plan. Denn wir können wahrscheinlich gar nicht so lange rennen, wie wir gern wollten. Jetzt nicht. Mein Plan ist einfach gucken, dass wir eine Waffe bekommen. Irgendwas. Junge. Ich habe vergessen, wie schnell die sind. Okay, ein Messer haben wir. Wollen wir sagen unentschieden? Ups. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Wir versuchen es mal in die andere Richtung. Da hinten sehe ich nämlich auch schon ein paar Häuser. Und ein paar Häuser sind mir doch ein bisschen angenehmer als gleich so eine Militärbasis. Ich hatte ja gehofft, dass wir gleich im ersten Zelt irgendwie ein Messer finden. Wahrscheinlich lag da auch ein Messer und ich hab's einfach nicht gesehen. So wird's gewesen sein. Ich meine, was wäre eine Unturned-Staffel ohne Tod in der ersten Folge? Wäre nicht so geil. Wäre so Standard. Das wäre nicht dann... Unser Weg, ja, ich meine, unser Weg ist gepflastert mit Stein, wie du siehst. Und 1000 Toten. Denn so funktionieren wir. Wir sterben. So, aber der Ansatz hier gefällt mir schon deutlich besser. Hier ist eine Stadt und es scheint erstmal ruhig zu sein. Zumindest können wir uns hier einen Poncho klauen.
Und einen gelben Hoodie. Nice. Dann können wir das gleich direkt salvagen. Und jetzt müssen wir gucken, denn ich habe hier schon einen Zombie gehört. Aber wenn er kommt, dann werden wir uns rächen, verstehst du? Weil wir ihn rächen haben. Hier ist ein Umbrella. Den wollen wir auch nicht. Aber wir können mal das Shirt mitnehmen. Dann sehen wir nicht mehr so scheiße aus. Aber immer noch scheiße genug. Das ist ja wichtig. Und hier ist ein Hammer. Mit einem Hammer sind wir schon ein bisschen flexibler als mit einem Rechen. Rede ich mir jetzt so einfach ein? Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Aber ich sag's einfach mal so. Hammer ist besser als Rechen. Nur das ist... Weil das ja klar ist. Das ist ein Fakt einfach. Und ein Kitchen Knife ist besser als ein Hammer. Deswegen können wir den auch mal salvagen. Wow! What? So, da haben wir gleich Kleber bekommen. Und den Kleber, den werden wir direkt trinken, damit alle Leute, die mal sagen, trink doch mal den Kleber. Ihren Spaß haben, wie wir den Kleber getrunken haben. Dann sitzt man zu Hause und sagt, guck mal, wie der Semi einfach den Kleber getrunken hat. Crank shit, Alter. Richtig crank shit. Aber mit dem Messer fühle ich mich jetzt schon deutlich wohler. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, dass wir halt uns unsere Grundausstattung erstmal holen. Und wenn wir die Grundausstattung haben, dann können wir richtig loslegen. Dann suchen wir uns hier erstmal ein schönes Plätzchen, wo wir eine kleine Basis bauen können. Und sobald wir das erledigt haben, erobern wir die Welt. Und ein Flashlight haben wir auch. Guck mal, da haben wir doch schon die wichtigsten Sachen. Und die Paintball Gun, na die darf ja nicht fehlen. Ansonsten haben wir hier einen Hoodie. Ein Hoodie ist besser als ein T-Shirt. Genau, dann können wir den Rest salvagen. Den Hammer und den Rechen nehmen wir kurz mit, einfach zum Salvagen. Denn damit können wir diverse Sachen reparieren, wie zum Beispiel die Flashlight. Flashlight ja auch eine meiner Lieblingsanfangswaffen. Man vergisst das immer, wie cool eigentlich das Flashlight-Ding ist. Salvage, Repairen. Wir müssen auch immer dran denken, dass wir hier Racks craften und daraus dann eine Bandage machen und dann Dressing und dann das nächste, damit wir auch gegen alles versichert sind. Mein Gruß geht übrigens raus an alle, die gerade live hier dabei sind, denn falls ihr das gar nicht wisst, wir sind hier im Livestream. Ja. Und es sind mindestens Leute da. Also wenn du auch mal im Livestream zusammen mit anderen da sein willst, dann schau doch gerne im Livestream mal vorbei. Sonntags werden wir meistens unturned aufnehmen, aber es lohnt sich, auch an anderen Tagen reinzugucken, weil es sich lohnt. So, das hier nehmen wir mit. Das Hackebeil. Ihr seht sofort, ey, ich habe nichts verlernt. So, Apfelsaft. Dann haben wir die Pfanne. Den Rest hier, den Käse, können wir mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile so ist, dass Sachen im Inventar verrotten.
Das war damals im Gespräch, aber ob das durchgesetzt wurde, weiß ich gar nicht. Na, die Karotte wollte ich hier in Seed draus craften. Genauso wie hier den Letouch. Letouch. Nicht zu verwechseln mit LeChuck. Das war ein anderer Letouch. Das ist der Bruder von Letouch. Hier liegt auch noch irgendwas. Brot. Was wäre eine Deutschland-Map ohne Brot? Und dann brauchen wir noch das und dann dies und nach Jahren hat man das, was man braucht. Ist das etwa Kritik? Ich bin nicht kritikfähig. Was soll denn das? So, salvagen. Ich meine, ihr wisst doch, wie es läuft. Wir brauchen erstmal das gute Zeug, den guten Stuff, Alter. Bevor wir hier uns um irgendwie Basenbau und so kümmern. Denn, was nützt uns denn eine Base, wenn wir die Base nicht verteidigen können? Sag es mir. Nichts. Korrekt. Was ist weniger als nichts? Minus nichts. Und minus nichts, Alter, das bist du, wenn du nicht erst dich um die Sachen kümmerst, die wichtig sind. Willst du ein Minus nichts sein? Nein. Niemand will das sein. So, Rack, Rack. Bandage. Und ja, ich weiß, ich sollte mir das auf Hotkeys setzen. Eins bis irgendwas. Aber seien wir mal ehrlich, jeder, der mich schon ein bisschen kennt, der weiß, ich werde das sowieso verpeilen wieder. In dem Augenblick, wo es wichtig wäre, das dann zu nutzen, wird mein Hirn wieder mal nicht funktionieren. So, zwei Schuss haben wir da drin. Nice. Die werden wir gleich am ersten Zombinesen, der uns hier begegnen wird, auslassen. Am besten eigentlich da an den Flitzer. Und dann kommt da natürlich noch so ein Unsichtbarer. Aber niemand ist unsichtbarer als ein Toter. Bei Toten ist das so. Die sind unsichtbar. Ich meine, wie oft hast du schon gehört, dass einer sagt, hä, wo ist denn Toni? Und dann einer, der ist nicht da, weil der ist tot. Hat noch keiner zu dir gesagt? Das ist gut. Hätte ich mir jetzt auch Sorgen gemacht. So, Schöps. Alle über 50% hatten wir ja mal gesagt, kann man mitnehmen. Letouch. Haben wir noch mehr Chips. Also ich muss mal sagen, wir finden jetzt deutlich mehr Sachen, als wir damals gefunden haben am Anfang. Also wir haben noch richtig guten Stuff jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Und wir sollten auch mal gucken, wie es aussieht mit Skills. Als ersten haben wir ja meistens hier, Survival hochgepowert. Dadurch brauchen wir weniger Essen und weniger Trinken. Wenn wir weniger Essen und weniger Trinken brauchen, dann ist das gut für uns. Akzeptier das einfach. So. Das Coole ist ja, jedes Mal, wenn wir eine neue Map spielen, da gibt es ja so viel zu entdecken wieder. Ne? Das ist ja völlig anderes Spiel auf einmal. Klingt sarkastisch. Doch so gemeint. Der Saft. Macht keinen so guten Eindruck mehr. Die Bohnen können wir mitnehmen. Alter, wir können hier wirklich. Also essen können wir ohne Ende. Nach Essen brauchen wir jetzt erstmal gar nicht mehr Ausschau halten. Ich überlege, wo wir am besten hingehen, was wir am besten suchen. Eigentlich wäre es cool,
wenn wir zumindest sowas wie einen Rucksack finden. Es reicht mir auch erstmal ein Schulbeutel oder sowas. Gibt's ja hier auch. Muss jetzt nicht der Riesenrucksack sein. Aber ich weiß nicht, ob wir hier fündig werden. Und bald ist es auch Nacht. Und ihr wisst ja, nachts da ist es dunkel. Und dann haben wir ein Travel Pack. Travel Pack ist natürlich noch mal ein bisschen geiler. Können wir den reparieren? Nein, da bräuchten wir mehr Klamotten, die wir zerreißen. Und da haben wir direkt Klamotten, die wir zerreißen. Ach, das ist auch noch mal ein Travel Pack. Check out my Travel Pack. Zack. Zack. So, den jetzt reparieren. Dann können wir den aufsetzen. Nice, Alter. So, ein Rack. Ja, doch, mag mir gefallen. Ja, wie es hier weitergeht, was wir noch alles finden werden und vieles mehr, das siehst du, du Sack, in der nächsten Folge von Unturned. Bis dahin. Tschüss.